Test. Okay, Leute, wie ihr hören könnt, meine Stimme ist wieder da. Oh mein Gott, Leute, Hallöchen, ein wundervolles Hallöchen an jeden einzelnen von euch. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Vlog von eurem lieben Holy Beard anschaut. Leute, ich kann es euch nicht beschreiben, ich kann es euch nicht sagen. Es ist ein Wahnsinn, Leute, ich konnte nicht streamen. Ich konnte die letzten zwei Streams nicht da sein für euch. Es war ein Krampf. Leute, es ist schon so eine Sucht für mich, für euch zu streamen. Es ist einfach ein hammergeiles Feeling. Jedes einzelne Mal, wenn ich für euch da bin und streame, ist es ein richtig hammergeiles und einzigartiges Gefühl, für euch da zu sein, ja. Und die letzten zwei Streams, wo ich krank war, ich hatte Hals, meine Stimme war weg. Es war so ein schlechtes Gefühl für mich, einfach nicht für euch da zu sein. Es war einfach so, ich war so traurig. Ich bin da im Bett gelegen, vom PC gesessen und ich konnte nichts reden. Leute, meine Stimme, die war weg. Die war so richtig wie, keine Ahnung, wie Darth Vader von Star Wars. So richtig, Darth Vader, euer Vater. Und natürlich nebenbei nicht nur so die Stimme, sondern auch nebenbei, ja, nebenbei diese komischen Geräusche. Und das war für mich, Leute, ich rede so viel, ja, und ich bin so froh, dass ich wieder viel reden kann. Meine Stimme ist wieder da, ich rede ununterbrochen, seitdem meine Stimme wieder da ist. Ich kann nicht aufhören zu labern. Es war so ein Krampf für mich, nichts reden zu können. Es ist für mich ein Horror, wenn ich nichts reden kann. Es war so scheiße. Meine Süße sitzt neben mir, redet mit mir und ich wie angewurzelt sitze einfach da ohne Worte und nicke, tu nicken, tu, ja, meinen Kopf bewegen, so antworten, weil ich nicht reden konnte. Es war ein Krampf. Aber jetzt, Leute, bin ich wieder voll da. Ich bin wieder gesund. Ein klitzekleines bisschen habe ich noch Husten. Das ist aber egal. Meine Stimme ist wieder da. Ich fühle mich wieder wahnsinnig wohl. Und ich fühle mich wieder bereit, für euch zu streamen. Dieses Vlog wollte ich schon gestern eigentlich machen. Aber ich war jetzt noch Montag und Dienstag im Krankenstand. Und meine Stimme war auch noch nicht ganz da. Und ich hatte sehr viel Husten beim Reden und so weiter. Und deshalb heute erst das Vlog. Ich habe erwähnt, am Anfang der Woche kommt das Vlog, aber jetzt kommt es erst Mitte der Woche. Also nicht böse sein darauf, aber mir geht es dafür heute gut. Ich kann das Vlog drehen. Und Leute, es gibt diese Woche Streams, damit ich euch jeden beruhigen kann, wer schon darauf gespannt war, wann es Streams gibt. Es gibt diese Woche Streams, meine lieben Freunde. Ja, Streams, nicht nur Streams, sondern Streams gibt es. Nämlich diese Woche, meine lieben Freunde, jetzt kommt die Ankündigung, gibt es am Freitag den 7.11. und am Samstag, den 8.11. gibt es Livestreams. Diese Streams laufen beide bis Open End. Wann starten wir denn, meine lieben Freunde? Meine lieben Freunde, ich würde sagen, am Freitag starten wir um 18 Uhr. Freitag 18 Uhr bis Open End. Und am Samstag Community Stream, wo hoffe ich viele Zeit haben werden, ab 16 Uhr schon bis Open End. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf, wenn wir loslegen und so weiter. Und ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Ich hoffe, ihr seid noch dabei und habt mir nicht, hey, der Holy, der streamt nicht mehr, der war krank. Auf den scheiße ich. Ich de-unfollow den. Ich kann den Mensch brauchen. Tschüss, Holy. Ich liebe die Holy Beat Community. Ich hoffe, so einer ist keiner dabei. Ich hoffe, jeder ist noch da. Jeder ist noch dabei. Und ich freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der jetzt am Freitag dabei sein wird. Ich habe euch so vermisst. Wir haben sicher wieder einiges zum Erzählen. Ich freue mich schon drauf. Wir werden wieder am Anfang des Streams einiges reden. Wahrscheinlich am Freitag und am Samstag. Weil, je nachdem, wer wann Zeit hat, ja. Ich will wieder mit euch labern, Leute. Es gibt viel zum Erzählen, denke ich, und viel zum Labern und so weiter. Und heute ist übrigens auch Nintendo Direct. Heute werden, glaube ich, neue Spiele auch angekündigt von Nintendo. Bin wahnsinnig gespannt. Wir können darüber auch noch diskutieren, dann am Freitag oder am Samstag, je nachdem, welche Themen wir haben werden. Und gezockt wird auch viel, Leute. Wir spielen Resident Evil Revelations, wird gestartet. Wir probieren Evil Within weiter zu zocken. Wir werden es, glaube ich, weiter zocken. Lords of the Fallen wird auch weitergehen. Super Mario 64 Speedruns wird geben. Wir werden schauen, dass wir auch diese Woche ein paar Retro-Spiele unterbringen, wie zum Beispiel Metroid Fusion für den Game Boy Advance und Terranigma für den Super Nintendo. Wollen wir unbedingt unterbringen. Wir können auch so machen, Freitag Terranigma Retro und Samstag Metroid Fusion Retro. Ja, das machen wir uns dann im Stream aus, welches Retro-Spiel an welchem Tag ihr gern hättet. Und ja, ich würde sagen, das wird passen so.
Und ich freue mich schon tierisch drauf. Was habe ich? Habe ich denn irgendein Spiel vergessen? Ich glaube nicht, oder? Nein, ich glaube, ich habe kein Spiel vergessen. Hoffe ich zumindest. Wenn ich was vergessen haben sollte, wir werden das noch definitiv dann noch ausmachen. Aber auf jeden Fall, ich freue mich schon drauf, Freitag wieder für euch da zu sein. Und am Samstag, also 7. und der 8.11.2014. Ich so Holy Beard wieder da für euch. Und ich freue mich schon so sehr, Leute. Oh, Bobs, 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 Bobs. Oh, ja, die Holy Beard Community. Ich vermisse euch so sehr. Ihr seid einfach die tollsten Menschen, die es gibt. Und ich finde es toll, wieder gesund zu sein und weiterzumachen. Und ja, ich freue mich schon auf euch. Also Leute, ich würde sagen, bis am Freitag und am Samstag, je nachdem, wenn ihr Zeit habt. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr habt, ihr werdet euch Zeit nehmen. Ich bin euch nicht böse, wenn ihr es nicht macht, aber ich freue mich auf jeden einzelnen von euch. Also meine lieben Freunde, bis am Freitag und am Samstag. Euer lieber Holy Beard ist hiermit auf YouTube over and out. Und ich werde es noch auf Facebook noch ankündigen, wenn ich live bin. Und auf Steam! Also meine lieben Freunde, schönen Abend noch, schönen Donnerstag. Also sprich, schönen Morgentag wünsche ich, Donnerstag. Und bis am Freitag. Leute, hab euch lieb. Bops, bops, bops. Bis euer lieber Holy Beard ist jetzt over and out. Und tu tu tu, bop, 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 bop. Ciao. Hehe, ich bin noch da. Holy Beard ist noch da. Ja, denn er findet den Stopp-Knopf nicht. Das ist ja nichts Neues hier. Du, da. Ciao, meine lieben Freunde. Tschüss.